Willkommen zurück in der vierten Liga West mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Eine große Freude für mich. Ich bin wieder top aktuell, was die Kommentare angeht. Und ihr habt einstimmig entschieden, dass ihr alles sehen wollt. Ihr wollt nicht, dass ich hier anfange zu cutten, dass ihr nicht mehr beim Training dabei seid, dass ich irgendwie andere Sachen wie Fanclub-Besuche ohne euch mache. Und das werden wir natürlich auch nicht tun. Ihr wolltet es, ihr bekommt es, wir werden jetzt gemeinschaftlich alles weiterhin so machen wie bisher und wir werden auch deshalb jetzt nochmal einen Spieler schicken zu den Fans und ich glaube, da können wir mal Burak Bade schicken. Apropos Burak Bade, ich habe eure Kommentare alle gelesen und ich möchte zwei weitere Leute von euch mit in das Spiel reinbringen. Und jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen Willkür. Wen nimmt man raus? Wem gibt man die Möglichkeit? Aber das ist natürlich jetzt auf der einen Seite natürlich immer ein bisschen unfair. Auf der anderen Seite kann ja jeder noch in Zukunft dazukommen. Also es ist ja hier noch gar nichts entschieden. Wen ich heute mit reinbringen möchte, ist Justus Jürgens, der wirklich inbrünstig immer mit dabei war. Und Justus Jürgens kann natürlich hier kein Talent bekommen. Wir haben kein Talent mehr. Allerdings gibt es einen anderen Spieler, der sich echt gut gezeigt hat und der sich wahrscheinlich noch toll entwickeln wird. Das ist Burak Bade. Schaut mal, 19 Jahre jung, 4,5er Stärke, hat schon über die Hälfte Fortschritt erreicht zum Stufenaufstieg. Ich glaube, Burak Bade ist ein toller Typ, um nach ihm benannt zu werden. Offensives Mittelfeld, das heißt, man hat auch wirklich viel Spaß mit ihm. Jetzt haben wir schon viel mit ihm gespielt. Kompletten neuen Künstlernamen fände ich, glaube ich, blöd. Aber, also seinen Namen behält er ja sowieso, aber er bekommt einen Künstlernamen. Und komplett abzuweichen fände ich, glaube ich, blöd. Aber wir benennen ihn nach Justus Jürgens in Justus Bade. Das ist sein neuer Künstlername. Burak hat ihm nicht so gut gefallen, deswegen hat er gedacht, hey, als großer Fan von den drei Fragezeichen hole ich mir einfach den Namen, den Vornamen vom ersten Detektiv. Burak Bade hat sich einen neuen Künstlernamen zugelegt und wird jetzt unter Justus Bade laufen. Und die andere Person, die ich reinbringen möchte, die kann ich noch nicht umbenennen. Das ist hier Jonas Leitner. Das hier wird Irbis Leitner. Ein Jugendspieler kann man noch nicht umbenennen, solange sie noch nicht komplett unter meiner Leitung sind. Aber ich glaube, das hier hat sich Irbis verdient mit ganz vielen coolen und kreativen Kommentaren und vor allem mit einem richtig, richtig tollen Vorschlag. Und zwar hat Irbis gesagt, man könnte doch eine extra Trainingsgruppe einrichten für die Verletzten. Wir haben gesehen, die Verletzten brauchen Ewigkeiten, um zur Fitness zurückzukommen. Und Irbis hat gesagt, mach doch eine eigene Trainingsgruppe, die sich nur auf die Verletzten bezieht. Und die machen dann ein eigenes Training, was sich komplett auf Regeneration konzentrieren wird. Super Vorschlag, richtig, richtig toll. Werden wir machen, werden wir durchziehen. Und das hat hier definitiv auch einen Namen verdient und das wird Jonas Leitner sein. Noch nicht jetzt, aber hoffentlich bald, wenn es klappt mit den Vertragsgesprächen. Wir schauen mal. Können auch mal reinschauen. Es geht sogar. Schaut mal. Das wäre sogar ganz gut. Brauchen wir ihn für Mönchengladbach? Nein. Aber wir könnten ihn gebrauchen vor Primera Köln. Denn hier werden unsere Spieler ganz schön ausgelaugt sein. Und vor Primera Köln hätten wir dann nochmal einen weiteren im defensiven Mittelfeld. Das können wir gerne mal ausprobieren. Wir probieren das auch aus. Okay, Vertragsgespräch angeboten. Das finde ich richtig toll. Super, ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir haben das Spiel vielleicht sogar des Jahres. Wir spielen gegen Mönchengladbach 2. Die sind gerade auf Platz 2 mit nur einem Punkt hinter uns. Haben eine bessere Tordifferenz, haben Top-Spieler. Also wenn wir uns hier mal ihr Kader anschauen, wow, was
Achso, das ist Mönchengladbach. Sorry. Wenn wir uns mal den Kader anschauen, jetzt nochmal. Wow. Wir sehen 5,8, 5,6, 5,7, 5,9, 5,6, 6,1. Das ist verdammt nochmal ein Megakader. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, was wir dagegen tun können. Doch ich weiß es ehrlich gesagt. Die haben keinen guten Torwart. 3,8. Der ist überwindbar. Aber schaut euch das an. Gerade die Offensive von Mönchengladbach 2 ist der absolute Oberhammer. Da müssen wir richtig, richtig aufpassen. Das wird ein hammerschweres Spiel. Und das Schlimmste, wir haben zwei Spiele in dieser Woche. Mönchengladbach 2 zuerst, danach nochmal Primera Köln 2. Wir werden alles reinlegen in das Spiel gegen Mönchengladbach 2, weil das mit Abstand wichtigere Spiel ist. Warum? Klar, wenn Mönchengladbach gewinnt, ziehen sie nicht nur zwei Punkte an uns vorbei, sondern die Tordifferenz verschiebt sich noch in beide Richtungen. Also, sie bekommen eine bessere Differenz wie eine schlechtere. Das wäre schlecht, das wäre richtig schlecht. Dann wären sie auf dem ersten Platz, Tordifferenz klafft auch auseinander wie die Schere von Arm und Reich. Das wollen wir nicht. Wenn wir ein Unentschieden machen, wäre uns schon geholfen. Am besten wäre aber ein Sieg. Dann würden wir 3 Punkte wegziehen von Mönchengladbach und könnten danach sogar das Spiel gegen Primera Köln verlieren. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel gegen Primera Köln verlieren, denn Primera Köln hat jetzt nicht die beste Mannschaft. Also wir sehen, das ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut. Ich gehe davon aus, dass wir das gewinnen sollten. Je nachdem, wie ausgelaugt wir sind, könnte es aber auch sein, dass wir das Spiel gar nicht mehr gewinnen können, weil wir einfach so kaputt sind. So oder so, das erste Spiel ist wichtiger. Wenn wir das gewinnen, könnten wir sogar das zweite verlieren. Dann können wir hier unsere Reservenspieler einsetzen. Das ist alles egal. Mönchengladbach 2, das hier muss gewonnen werden. Und deshalb gehen wir jetzt direkt in die Wochenplanung rein. Und die Wochenplanung hat nur ein Ziel. Frische, frische, frische. Deswegen gehen wir hier ins doppelte Tapering. Wir werden aktive Erholung machen. Und zwar doppelt. Nicht ganz, nein. Nein, 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 nein. Nochmal Torabschlüsse. Torabschlüsse machen wir hier. Nochmal üben, wie es überhaupt ist, Tore zu schießen. Hier gehen wir ins Trainingslager rein, hier nicht. Hier werden wir auslaufen und in die aktive Erholung gehen, weil hier werden wir komplett fertig sein. Doppeltes Tapering, Spiel gegen Primera Köln. Noch hier müssen wir uns erholen. Diese Woche ist nicht dafür geeignet, uns um unsere individuellen Fähigkeiten zu kümmern, uns um die Spielphilosophie zu kümmern, um irgendwelche Taktiken. Nein, diese Woche ist einfach nur dafür da, uns so gut zu erholen zwischen den Spielen, wie es nur geht. Und hier einmal Torabschlüsse, ich finde das gut, gerade vor so einem Spitzenspiel, dass wir einfach nochmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein bekommen. Denn Mönchengladbach 2 ist mit 4,9 Punkten tatsächlich um 0,6 besser als Düren im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Wir sind eine Klasse schlechter. Wir sind eine Klasse schlechter. Es ist nicht unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es wird richtig schwer und wir müssen eigentlich von vornherein mit der Geisteshaltung rangehen. Wenn wir das verlieren, ist es kein Beinbruch. Denn dieses Spiel liegt einfach über unserer Kompetenz. Dennoch geben wir alles. Wir geben alles. Wir werden versuchen, Mönchengladbach 2 zu besiegen. Die Frage ist, schaffen wir das? Es wird so, so schwierig. Es wird so, so eng. 52 zu 43. Das Einzige, was für uns spricht, ist, dass wir einen richtig tollen Torhüter haben. Und dass Mönchengladbach einen richtig schlechten Torhüter hat. Das heißt, Mönchengladbach kann durchaus mal Tore kassieren.
Mönchengladbach kann Tore kassieren. Gar kein Problem. Und wir können auch mal einen richtig guten Angriff unterbinden. Wir werden dieses Mal nicht auf die Jugend setzen. Dieses Spiel wird nicht auf die Jugend gesetzt. In diesem Spiel werden wir unsere besten Leute bringen. Von Anfang an. Wir müssen alles entgegensetzen, was wir nur entgegensetzen können. Um hier diese 43 zu 52 so gut es geht noch auszugleichen. Wir beginnen mit Luis Heggett, der bereits verkaufte Mann. Ich hoffe, dass er sich natürlich weiterhin beweisen möchte. Wir bringen Omri Zoha. Guckt mal, 47 zu 52. Wir kommen sogar ran. Dan Wallace geht ins rechte Mittelfeld und Helik Stanko geht rechts außen rein. Wie sieht es bei den Innenverteidigern aus? Stefan Himmel hat eine 3-0. Nein. Du kommst mit. Aber du wirst nicht eingesetzt. Cody Blau und Ulrich Johannes sind tatsächlich die besten. Guck mal, durch den Aufstieg von Cody Blau haben wir es geschafft, dass er mit seinen 17 Jahren sogar die beste Wahl gerade ist in der Innenverteidigung. Gut, dass wir ihn so oft gebracht haben. Wir gucken uns auch mal ganz kurz an, wie er sich entwickelt. Er hat ein bisschen zu wenig gespielt. Ja, er wurde auch gesperrt zwischendurch. Startelfquote 61%, 49% gespielt, 6% Torbeteiligung. Als Innenverteidiger gar nicht so verkehrt. Sehen wir nochmal den Trainingsfortschritt. Geht auf die Schusskraft. Das hat er halt schon die ganze Zeit trainiert. Ich würde sagen, ich finde es gut, wenn man das zu Ende dann trainiert, aber danach gehen wir auf Dinge, die wir eher brauchen. Kopfball finde ich gut. Manndeckung. Manndeckung ist ja genial für einen Innenverteidiger. Und hier kann man auch richtig schön sehen, wie zum Beispiel seine Form ist, aber auch ja, sein Stufenfortschritt, wie er sich entwickelt und so weiter und so fort. Aber auch wie sein Marktwert sich entwickelt zum Beispiel. So, jetzt haben wir gerade natürlich 23, der hat sich seinen Marktwert schon entwickelt. Wäre cooler gewesen, wenn wir schon den Anfangsmarktwert gesehen hätten, aber jetzt schon 520.000 wert. Wahnsinn. Ja, gefällt mir gut. Der Cody Blau, der kommt rein. Wir brauchen einen Auswechseltorwart. Das ist Robert Neufeld. Albert Gunkel, unser Kapitän, spielt von Anfang an. Guido Rasch ist am Start. Himmel und Stecher sind Auswechselverteidiger. Die wollen wir aber eigentlich nicht drin haben. Nino Weinmann könnte für Justus Bade kommen. Machen wir aber natürlich erst dann, wenn es sein muss. Linkes Mittelfeld könnte Lennart Matzke reingebracht werden. Werden wir wahrscheinlich nicht machen. Rechts Finn Knut, Robert Franzen und Nick Jünger auf der Bank. Wir müssen uns jetzt einer Sache bewusst sein. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich einmal verinnerlichen sollten. Wir spielen gerade mit den besten Leuten. Eigentlich hatten wir immer tolle Leute auf der Bank, bei denen wir auch sagen konnten, hey, das kann ein guter Joker sein. Wenn wir jetzt wechseln, ist es keine Verbesserung auf dem Feld. Ganz im Gegenteil. Wir starten mit einem Malus. 49 zu 52. Wir haben einen Fokus auf der Abwehr. 17er Abwehr. Der Gegner hat einen 17er Sturm. Mittelfeld relativ ausgeglichen. Bei uns ist das Problem der Sturm. Beim Gegner ist das Problem der Torhüter. Wenn wir wechseln, dann wird hier sich dieses Verhältnis ziemlich weit in entgegengesetzter Richtung entwickeln. Jeder Wechsel bringt uns in eine schwächere Position.
Deswegen würde ich ganz gerne unsere Leute, solange es nur geht, spielen lassen. Und wirklich nur auswechseln, wenn wir einen fitten Mann brauchen oder wenn sich jemand verletzt oder eine rote Karte passiert oder. Das ist der Plan. Henry Pichler, 6,1, 5,9, 5,6, 5,0, 5,0, 5,0, 4,9, 4,5, 5,8. Schwachpunkt, Torwart und Innenverteidigung. Der Rest so stark. So stark. Boah. Das wird eine riesige Herausforderung. Wir müssen so spät wechseln wie nur möglich. Wir werden Tag und Nacht ins Pressing und Gegenpressing gehen. Wir spielen vorsichtig defensiv mit Kontern. Vorsichtig defensiv, kontrollierte Offensive, vorsichtig defensiv und werden... Ja. Werden komplett über Konter spielen. Werden hauptsächlich hier über links gehen. So. Stellen wir mal ganz kurz so ein bisschen ein, über welche Ecken und Enden wir gehen. 48% über links, 20%, 20,84. Ich glaube, das ist okay. Ich will keine gelben Karten sehen. Auf gar keinen Fall. Klar könnten wir sagen, stopp die Mönchengladbach, aber ich will hier keine rote sehen. Also wenn wir eine rote sehen, ist vorbei. Und wir haben ja, und das muss man sagen, wir haben ja viele, viele stümperhafte Spieler noch, die auch vielleicht mal ein bisschen zu sehr zu lang lieber auf Nummer sicher gehen. Huiuiui. Das Team ist einfach 1 Million mehr wert als wir. Cody Blau. Du deckst mal bitte Henry Pichler, den Topstürmer. Komm, machen wieder beide Innenverteidiger. Kümmern sich hier um den Henry Pichler. Schwachpunkt attackieren. Der Torwart. Es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Erich Duwe, du machst heute hinten dicht. Sertic, das wird heute dein Tag. Denn das wird heute dein Tag. Nee. Falsch. Cody Blau, das wird heute dein Tag. Schön die gesamte Abwehr ansprechen. Den Torwart, defensives Mittelfeld und Innenverteidigung. Eure Eltern werden heute stolz auf euch sein. Hier darf ich leider nichts auswählen. Das hätte ich so gerne gewollt. Ihr bekommt 1.100 Euro pro Spieler, wenn wir das gewinnen. Es ist so wichtig, dieses Spiel. So wichtig. Trainingsfreien Tag können wir uns, glaube ich, nicht gönnen. Aber das hier sollte schon ein heftiger Anreiz sein. Sehr, sehr heftiger Anreiz. Wirklich. Das ist viel Geld. In der vierten Liga ist das viel Geld. So gehen wir rein. Ich bin so gespannt. Es wird so spannend. Mönchengladbach 2 gegen Düren. Ballbesitz startet bei Düren. Mönchengladbach natürlich mit dem Heimvorteil. Wir spielen vorsichtig defensiv. Versuchen in die kontrollierte Offensive zu gehen. Strafstoß Düren. Oh mein Gott, Albert Gunkel verschießt. Nein, das wäre die Möglichkeit gewesen, hier in Führung zu gehen gegen Mönchengladbach. Das wäre so gut gewesen. Nein, der Strafstoß
ist einfach daneben gegangen. Dan Wallace bekommt eine Gelbe wegen Reklamieren und wenn. Und damit ist Dan Wallace, glaube ich, gesperrt. Nächstes Spiel. Damit ist er, glaube ich, nächstes Spiel gesperrt. Dann kann er dieses Spiel auch durchspielen. Es sei denn, wir haben Angst, dass er nochmal eine Gelbe bekommt. Henry Pichler auf Philipp Rutz. Sascha Schneider. Doch Erich Duwe fängt diesen Ball sicher. Erste Chance für Mönchengladbach. Es hätte hier schon 1-0 für uns stehen können. Albert Gunkel hat bisher jeden Elfmeter reingemacht. Allgemein haben wir jeden Elfmeter bis hierhin reingemacht. Und in so einem wichtigen Spiel natürlich nicht. Aber klar, hier geht natürlich auch den Spielern die Pumpe. Das ist so ein wichtiges Spiel. Nochmal Angriff. Mönchengladbach 2. Schneider auf Henry Pichler. Der köpft den Ball in der Luft ins untere Eck. Und da hat Erich Duwe gar keine Chance. Boah. Das ist natürlich ein großes Problem gerade. Wir haben es hier mit einer Mannschaft zu tun, die wirklich eine Klasse besser ist als wir. 1-0 ist eigentlich eine gute Leistung. Insbesondere, weil es schon 1-1 hätte stehen können. Dennoch haben wir das Ziel, den Traum aufzusteigen. Das müssen wir weiterhin verwirklichen. Gunkel, das war gar nichts. Das kannst du besser. Wir untertreiben, sagt er. Okay. Wen können wir noch fördern? Jetzt ist die Frage, Dan Wallace drin lassen, wenn er gelb-rot kassiert? Haben wir ein dickes Problem? Aber er ist eh gesperrt nächstes Spiel. Also rein von der Fitness würde es Sinn machen, ihn durchspielen zu lassen. Und wir haben auch keinen guten Mann für ihn. Also Kund ist halt ein 2-Komma-Spieler. Das kannst du besser. Er akzeptiert die Kritik. Wegen Reklamieren vor allem. Das ist so unnötig gewesen, diese gelbe Karte. Wollen wir wechseln? Jeder Wechsel würde uns schwächer machen. Wir wechseln nicht. Wir gehen in die extra Motivation. Wir brauchen nochmal einen Ostwestfalen. Leute, die Männer auf der Spitze des Berges, die sind da nicht raufgefallen. Und wenn ihr nicht bereit seid, alles zu geben, ich meine wirklich alles, dann möchte ich heute Abend nicht im Vereinsforum lesen. Da kassiere ich alle Handys ein. Da gibt's gar kein Internet mehr. Und die Spielekonsole auch! Okay, also Internetverbot ist schon heftig, aber Spielekonsoleverbot, da hat der Ostwestfale wirklich einen rausgehauen. Ich weiß echt nicht, was wir tun sollen. Also wir können jetzt im Einsatz noch ein bisschen hochgehen. Gerade zum Ende, aber da ich gerne so wenig wie möglich wechseln wollen würde, wir bei der Fitness schon teilweise bei 45, 43 sind, sollten wir das erst später noch höher setzen. Boah. Halbzeit 2, meine Lieben. Konterdüren, jetzt kommt es. Da kommt unsere Strategie. Sertic wird unterbunden. Sertic natürlich kein Stürmer, weiß nicht so richtig, wie er da umzugehen hat in so einer Situation. Aber das wäre ein guter Konter gewesen. Vor allem, der Torwart ist ja zu überwinden. Der Torwart ist ja zu überwinden. Wir müssen nur vors Tor kommen. Sertic mit einer Ecke. Eine Ecke kann ein Glückstreffer sein. Gunkel auf Helig, der weit vorbeiköpft. 5 Meter vorbei. Kann mal passieren, darf halt nicht passieren. Man hat eine schweißige Stirn, da rutscht er auch mal rüber. Was ist problematisch? Oh, Johannes Ulrich auf Gunkel! Der sich jetzt wirklich mal zeigen will und zeigt, dass er was drauf hat, nachdem er den Strafstoß versemmelt hat. Gunkel zeigt sich. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben ihn motiviert und er zeigt sich jetzt. Okay, die meisten Angriffszüge von Düren kommen über links. Ja, haben wir auch eingestellt.
Doch Mönchengladbach kommt mit der nächsten Chance und Henry Pichler haut das Ding in den Winkel und Duva hat gar keine Chance. Ich sage, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Bringt Knut um die gelbe Karte nicht weiter zu riskieren. Der Rest wird noch nicht ausgewechselt, weil jeder Wechsel uns einfach schwächer macht. Weiter geht's. Jetzt müssen wir alles reinhauen. Zumindest einen Unentschieden versuchen rauszuholen. In 20 Minuten möglich. Aber ich glaube, dieses Spiel ist tatsächlich unsere erste Niederlage. Ein solides 2:0. Wir hatten genauso viele Chancen, wir haben sie nicht umsetzen können. Da kommt nichts mehr. Jetzt können wir mal offensiv spielen, die letzten Minuten. Geben noch mal ein paar Offensivkräften die Möglichkeit. Wir hauen hier alles rein. Franzen für Bade. Nick Jünger für Sertic. Cody Blau geht auf DM. Du gehst auf IV. Volle Attacke. Hilft ja nichts. Und damit, meine Lieben, ist das Spiel vorbei. Unsere erste Niederlage, 2:0 für Mönchengladbach 2. Sertic hat gut gespielt. Er bedankt sich für unser Vertrauen. Duwe ist enttäuscht von sich selber. Duwe hat 2 reingelassen, aber wir haben hier wirklich gegen eine bessere Klasse gespielt. Das kann man nicht anders sagen. Mönchengladbach 2 hat uns hier gezeigt, wo wir hingehören, und zwar in die vierte Liga. Ich allerdings sage, nein, nein, nein. Das ist noch lange nicht vergessen und auch noch nicht gegessen. Wir werden aufsteigen. Egal, ob ihr jetzt auf dem ersten Platz seid. Wir werden nochmal aufsteigen. Wir haben noch eine ganze Saisonhälfte vor uns. Mehr als das sogar. Wir waren schon auf Platz 1. Wir werden uns da wieder hochkämpfen. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Düren rutscht auf den 2. Platz. Tordifferenz von 28 auf 22. Unterschied gestiegen. 2 Punkte ist Mönchengladbach vor uns. Oberhausen punktgleich. Köln-Süd lungert auf dem 4. Platz. Vom 5. Platz sind wir gerade noch sicher, aber auch da könnte eine Niederlage uns mit einem Punkt ranbringen. Erst die Niederlage, das gehört dazu. Zum Fußball gehören auch Niederlagen dazu. Das war nichts, aber die andere Mannschaft war einfach besser. Wir hatten keine Chance. Tabellenführung ist futsch. Düren verliert mit 0:2 bei Mönchengladbach 2. Und wir schauen uns an, ob wir in die 11 des Tages gekommen sind. Natürlich nicht. Und unsere Serie ist auch gebrochen. Wir hatten irgendwie 11 Spiele ungeschlagen. Jetzt haben wir eine neue Serie. In 4 Spielen in Folge ein Tor kassiert. Verdammt!
Unsere Spieler entwickeln sich ein Stück weit weiter. Stefan Himmel hat gut trainiert, 1,0er Note im Training bekommen, wird bald aufsteigen. Das ist gut, das ist toll. Nino Weinmann entwickelt sich sogar negativ. Er ist auch 33 schon. Okay, gut zu wissen. Younes Leitner bekommt jetzt sein Vertragsangebot von uns. Du wirst deine Einsätze bekommen, Younes Leitner, definitiv. Vertragsdauer bis 27 finde ich gut. Grundgehalt 22.000 finde ich auch gut. Das Einzige, was ich eventuell nachverhandeln wollen würde, wäre hier drüben die Ausstiegsklausel. Er hat jetzt eine Ausstiegsklausel von 1,3 Millionen. Wir wissen, ihm ist das besonders wichtig gewesen. Wenn wir jetzt nicht erfolgreich sind mit dieser Verhandlung, dann werden wir ihm die Ausstiegsklausel zugestehen. Ihr habt auch in den Kommentaren geschrieben, dass ihr so eine Ausstiegsklausel gar nicht schlimm findet, denn wenn er glücklich ist, bleibt er eh, und wenn er geht, bekommen wir halt auch eine ganze Menge Geld, viel mehr als wir für ihn bezahlt haben. Das stimmt. Ich bin kein großer Fan davon, aber ihr habt vollkommen recht, es geht halt manchmal nicht anders. Und deswegen wird diese Ausstiegsklausel jetzt noch einmal nachverhandelt. Wenn er es nicht möchte, dann gehen wir da wieder, dann gestehen wir ihm das zu. Vielleicht kommt er ja sogar bei der Summe entgegen. Fahren den einmal. Macht er nicht. Es ist echt nur wenig runtergegangen. Ich würde so gern nochmal verhandeln. Wir könnten auch sagen, wir gehen beim Gehalt hoch. Boah, es ist gezockt wieder. Es ist so gezockt. Können wir das machen? Ich bin mir so unsicher. Hier steht nicht, dass es ihm besonders wichtig ist. Ich mach's nochmal. Okay, er hat es auf 2 Millionen erhöht. Dann gehe ich hier beim Grundgehalt wieder runter. Sag, Ausstiegsklausel ist in Ordnung. Macht er nicht. Wir treffen uns bei 23.000. Alles klar. Du bekommst die 24.000. Ich will nicht zu gierig sein. 24.000 Grundgehalt für ein 3,2er defensives Mittelfeld, der bald wahrscheinlich ein 4,0er wird oder so. Eine tolle Entwicklung vor sich hat. Er ist erst 17 Jahre alt und irgendwann eine Ausstiegsklausel bekommt ab 2 Millionen. Also wenn wir dann 2 Millionen für ihn bekommen, dann ist das auch ein guter Deal. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Das ist in Ordnung. Wir unterschreiben den Vertrag, haben eine Budgetbelastung von 16.000 für ein super Talent. Vertrag unterschreiben. Wir müssen auch nicht immer zu gierig sein. Der Berater von Leon Stecher ruft uns an. Warum er so selten eingesetzt wird? Weil einfach auf seiner Position keine Rolle für uns spielt. Muss man halt einfach so klar sagen. Dan Wallace ist gesperrt, Gelbsperre. Aber wir haben Finn Knut, der spielen kann. Lennart Matzke spielt heute von Anfang an. Omri Zoha, muss man wirklich sagen, jedes Mal, wenn wir ihn spielen lassen, also der hat uns noch nie so richtig stark überzeugt. Eine Kaufoption auf ihm über 560.000. Ich finde, das ist sogar fair. Aber bisher hat er uns noch nicht überzeugen können. Wir lassen Lennart Matzke spielen von Anfang an.
Wir lassen auch den neuen Younes Leitner spielen. Wir haben gesagt, er bekommt einen neuen Künstlername. Das Ganze hier ist Irbis Leitner. Und du kommst ins defensive Mittelfeld. Sertic spielt toll. Kommt auch mit, aber wir lassen hier die Jugend spielen. Stefan Himmel und Cody Blau. Und hier vorne Younes Leitner, Irbis Leitner. Stefan Himmel, Cody Blau, Irbis Leitner, Lennart Matzke, Finn Knut. Unsere Jugend quasi, Justus Bade ja auch. Ich glaube, das ist ganz gut, insbesondere weil wir gute Leute auch haben, die wir einwechseln können. Leon Stecher, ja, du bist unzufrieden, weil du so selten eingesetzt wirst. Du bist seit 29 Jahre alt und bist eine 3,2. Bist super schlecht in Manndeckung und Zweikampf. Wir setzen dich mal auf die Transferliste. Ich glaube, du spielst keine Rolle bei uns. Wir haben ja mit Sertic und Ulrich Johannes auch jetzt noch zwei richtig gute Innenverteidiger. Klar, ich hätte dir jetzt auch gerne Chance gegeben, aber mit den Werten, ganz ehrlich, du spielst keine Rolle für uns. Ist hart gesagt, tut mir auch wirklich leid für ihn, aber es ist halt so. Was sollen wir machen? Ja, ich denke, damit sind wir ganz gut ausgestattet. Irgendwann könnten wir Helik auch hier vorziehen und Sertic kommt dann rechts außen hin. Das kann er nämlich auch spielen. Sertic auch ein toller Mann, der sich wirklich sehr, sehr flexibel einsetzen lässt. Ich bin großer Fan von Sertic, muss ich sagen. 28 Jahre jung. Aber wirklich ein Bollwerk, wirklich. Der ist Sertic, zeigt sich immer wieder toll, kann gut Ecken schießen, kann Freistöße schießen, kann Elfmeter schießen. Das ist schon nicht schlecht. Alles klar. Gunkel, Stanko und Eichinger müssen wir übrigens mal in eine extra Trainingsgruppe setzen. Oh, Luis Hergett und Nicolas Dirks auch. Die müssen mal ein bisschen Fitness, ein bisschen Frische wiederbekommen. Ich glaube, damit gehen wir rein. Gesamtstärke von 42 gegen 38. Schwäche beim gegnerischen Team. Unter anderem der Torwart. Pressing machen wir dauerhaft mit kleinen Pausen. Wir spielen wieder offensiv. Meiden die rechte Flanke. Gehen viel über die Mitte. Und damit bin ich zufrieden. Wir wollen jetzt natürlich schon einen Sieg holen. Also nach der Niederlage brauchen wir jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein wieder. Wir wollen schon den Sieg holen. Es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Nein. Nehmt die Zweikämpfe an. Wir gehen nicht in eine Sonderbewachung oder so. Nach dem schlechten Spiel zuletzt haben wir bei den Fans etwas gut zu machen, nehme ich mal mit. Wut haben wir eh noch nie benutzt. Und das war's. Eigentlich erwarte ich, dass wir das gewinnen. Auch mit unserer relativ schlechten Fitness. Das kriegen wir hin. Nehmt die Zweikämpfe an, ist wirklich das Maximum, was wir hier einsetzen sollten beim Einsatz. Haben noch den Heimvorteil. Das hatten wir natürlich auch in Mönchengladbach eben auch nicht. Das hier ist im besten Fall ein Sieg. Mönchengladbach führt auch schon wieder gegen Bocholt. Die gelbe Karte für Arnold Kullmann. Wir haben nur einen Kreativen im Team. Ansonsten sind wir gut ausgestattet.
Beide Seiten haben technische Fehler gezeigt. Mittelfeld ist hart umkämpft, aber keine Szene vor dem Tor. Scheint sehr ausgeglichen zu sein. Ja, ich bin gespannt. Zeigt mal, was ihr könnt, meine lieben Dürener. Düren vor, noch ein Tor. Düren wird führen. Angriff sogar Primera Köln, alles klar. Oh, Konter, Nicolas Dirks. Ihr bist Leitner, Dirks. Cody Blau, der Innenverteidiger. Aufgerückt, wieder einmal. Und das Ganze, habt ihr vielleicht gesehen, initiiert von Irbis Leitner. Er war derjenige, der den Konter möglich gemacht hat. Torschütze Cody Blau nach Vorlage von Nicolas Dirks. Und das ist bereits, ich glaube, das dritte Tor von ihm, oder? Ist das schon sein drittes Tor? Wir gucken einmal ganz kurz. Saison. Tore. Gegen Paderborn und gegen Gütersloh hat er getroffen, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, hier Innenverteidiger. So, wir haben die Halbzeitpause. Robert Franzen und Nick Jünger kommen in Sturm, weil unser Sturm einfach wirklich müde ist. Lennart Matzke kann natürlich hier nicht spielen. Wir bringen Zoha. Wenn wir schon den Sturm ein bisschen schwächen, können wir das hier ein bisschen stärken. Und Stanko Helig rückt auf. Und Sertic stärkt nochmal die Abwehr ein wenig. Dann haben wir noch einen Wechsel möglich. Sie hören Geschrei und seltsame Geräusche aus der gegnerischen Kabine. Anscheinend ist dort ein extra Motivator am Werk. Oha. Wer hat gut gespielt? Cody Blau. Du spielst gut. Fand seine Leistung mehr als nur gut. Ansonsten Gunkel vielleicht motivieren. Ich meine, es ist unser Kapitän. Akzeptiert die Kritik, sehr gut. In der anderen Kabine ist ein extra Motivator am Werk. Nee, wir kriegen das so hin. Wir gehen raus mit 4 Wechseln. Natürlich auch insbesondere deshalb, weil wir hier 2 Spiele haben die Woche. Und wir kämpfen ein wenig. Konter Düren. Irbis Leitner. Auf Omri Zoha. Er sollte sich langsam mal zeigen. Noch kann er sich nicht zeigen. Aber er hat zumindest mal einen Schuss aufs Tor gebracht. Nicht ganz aufs Tor. Albert Gunkel. Macht er seinen Fehler wieder wett? Macht er. Ganz sicher. Über den Torwart rüber geschossen ins linke Eck. Albert Gunkel mit dem 2:0. Angriff Düren. Leitner wieder. Leitner direkt. Weit übers Tor. Hat er sich ein bisschen überschätzt, aber ich finde es mutig, beim 2:0 auch mal einen Distanzschuss zu machen. Okay, wir können gleich wieder mit dem Einsatz ein bisschen runtergehen. Jetzt sind wir wirklich am Drücker. Das waren gute Wechsel, Nick Jünger, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Guter Angriff, Nick Jünger. Wir geben jetzt 9 Stürmern mal die Chance und das zahlt sich aus. Justus Bade auf Nick Jünger. Stefan Himmel! Gehalten! Die Innenverteidiger rücken ganz gern mal auf bei uns. Eckball, Sertic, ein Profi, was das angeht. Bringt ihn rein. Fängt den Ball ab von Gabriel Messer.
Wir gehen gleich mit dem Einsatz ein bisschen runter, aber mir gefällt es natürlich gerade, dass wir Druck machen. Nochmal Eckball, Sertic. In den Strafraum. Gunkel, Jünger. Über das Tor. Also wir haben viele Chancen, die wir nicht machen dieses Mal. Eigentlich brauchen wir nicht so viele Chancen. Aber es macht natürlich Mut. Nach der Niederlage jetzt wieder gut voranzukommen. Und Cody Blau hat sich verletzt. Wadenprobleme, nur 7 Tage. Alles gut. Glück gehabt. Dann kommt Ulrich Johannes für dich. Dafür haben wir noch den Wechsel übrig. 69. Minute. Ich hätte ganz gern noch ein Tor und dann schonen wir uns ein bisschen. Sertic auf Leitner. Auf Franzen. Gut weitergeleitet. Leitner gefällt mir richtig gut in diesem Spiel. Sertic mit dem Eckball. Spielt in den Strafraum. Nick Jünger. Nick Jünger bietet sich gut an. Der kriegt es zwar nicht hin, es am Ende zu verwandeln, aber Nick Jünger, muss man schon sagen, hat sich gut gezeigt. Sertic, das kann er. Leider vorbei. Was ist denn hier los? Eine Chancenparade, die wir hier aufziehen. Nur leider machen wir kein Tor rein. Ich würde ganz gerne noch das dritte Tor machen für die Aufgabe vom Präsidium. Aber unsere Leute sind alle richtig kaputt. Es ist nicht gut, dass wir hier auf der hohen Einstellung sind. Aber das dritte Tor wäre noch schön gewesen. Eckball, Sertic. Kriegen wir noch das dritte Tor? Sertic, Leitner, Franzen! Doch irgendwie ist der Wurm drin. Wir haben so viele Chancen, die wir rausspielen. Doch wir schaffen es am Ende nicht. Beim Abschluss. Justus Bade verliert den Ball. Doch Stefan Himmel geht dazwischen. Gut gespielt. Gut gemacht. 90. Minute. Es kommen noch 4 Minuten obendrauf. Und passiert noch was? Nein. Spielende. Aus und vorbei. Düren gewinnt 2:0, sehr solide gegen Primera Köln. Insbesondere deshalb stark gemacht, weil wir natürlich 2 Spiele hatten. Besondere Highlights, Rödinghausen gewinnt gegen Felbert 7:1. Rödinghausen auch natürlich spielt oben weit mit. Wir sehen das, Platz 5 mit 32 Punkten, auch einer tollen Tordifferenz. Gelsenkirchen gewinnt 4:0 gegen Aalen, Mönchengladbach 3:0 gegen Bocholt, Aachen auch sehr stark, 5:0 gegen Wegberg, Aachen auch gut, solide auf Platz 7. Alles klar, Oberhausen 2 Punkte hinter uns, Köln Süd 4 Punkte hinter uns. Es bleibt spannend, es bleibt richtig spannend, wir sind Platz 2. Tordifferenz geht weiter auseinander, allerdings nur 2 Punkte hinter Mönchengladbach. Wenn sie einmal unentschieden spielen und wir einmal gewinnen, sind wir zumindest schon mal punktgleich. 3 Punkte für Düren. Irbis Leitner, der hat auch toll gespielt. Irbis Leitner hier direkt in die Elf des Tages gekommen bei seinem Debüt. Das ist gut. Bei seinem Debüt direkt in die Elf des Tages kommen. Das geht echt schlechter. Das geht echt schlechter. Tolles erstes Spiel. Und Sertic auch. Serie der Woche. 114 Minuten ohne Gegentreffer. Ja, stimmt. Wir haben die Negativserie mit den Toren endlich hinter uns gelassen. Stefan Himmel kommt auf 99 Punkte. Irbis Leitner startet mit 65. Das ist gut. Dann werden das auch bald 4er-Kandidaten, die wir dann noch besser bei uns einsetzen können. Okay. Ich bin damit sehr zufrieden. Unzufriedener Spieler. Omri Zohar ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. Er arbeitet aber hart an sich.
Kann ich nachvollziehen, er ist der beste Spieler dort in der Ecke, wir sollten ihn mehr einsetzen. Er hat vollkommen recht. Oh mein Gott, das nächste Spiel gegen Köln Süd. Oha. Das ist ja eigentlich das Spiel, wo wir damals gesagt haben, das wird wahrscheinlich das Spiel des Jahres. Und das wird natürlich ein harter Brocken, ein richtig, richtig harter Brocken. Denn Köln Süd ist mit dem vierten Platz richtig gut dabei, war lange Zeit auf dem ersten Platz. Irgendwann haben wir sie überholt. Aber Köln Süd wird echt ein dicker Brocken. Das können wir jetzt schon sagen. Ich bin sehr gespannt, wie wir das machen und vor allem meistern werden. Seid ihr nächstes Mal wieder mit dabei? Ich freue mich, wenn es so ist. Ich freue mich über eure Kommentare, über euren Like. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder, wenn wir gegen Köln Süd ins Spiel ziehen.